Husum 2016. Leder, Lack und Peitschenhiebe sind dir angesagt. Wir stürzen uns jetzt mal ins Getümmel. Sie sind ja nun das personifizierte PSOA. Wie fühlt man sich dabei? Na wunderbar, es ist meine Leidenschaft. Seit wann haben Sie diese Leidenschaft? Oh, schon viele, viele Jahre. Und Sie haben auch keine Angst, sich jetzt was wegzuholen oder so? Ist noch nie passiert. Noch nie passiert? Nein, ist noch nie passiert. Urin ist relativ unproblematisch. Ja. Ja. Und das geht den ganzen Tag heute hier? Na, so seit 2 Stunden. Ja. Was machen Sie danach? Duschen oder dann weiter? Danach erst weiter zum Schluss duschen, bevor ich ins Bett gehe. Leben Sie in Partnerschaft? Ja. Was sagt denn der dazu, dass Sie anpinkeln lassen? Oh, also er steht nicht drauf, aber es stört ihn nicht. Aha. Ja, überhaupt nicht, kein Problem. Aber Sie tauschen sich die Abenteuer oder die Erfahrung aus? Ja, 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 genau, genau. Ich bin mit meinem Mann 37 Jahre zusammen, insofern. Aha. Ja, genau. Eine harmonische Beziehung? Ja, ja. Okay, ich wünsche dir viel Spaß heute. Ja, danke schön, Dank. Danke. Ciao. Ja, Husum 2016. Sag mal, so ganz nach Husum sieht aber nicht aus, oder? Oder ist das jetzt auch Indern? Ich habe eine Uniform an. Achso, muss ich ein Mikro an? Ja, Mikrofon wäre gut. Ich habe eine Uniform an, das ist doch Fetisch, oder? Das stimmt. Ja. Habt ihr Schwestern besondere Aufgaben? Spezielle Aufgaben? Ja, also generell sind wir ja da, um den Menschen Freude zu schenken, ihnen ihre Schuld zu nehmen und kümmern uns um HIV und AIDS Fürsorge. Vorsorge sammeln Spenden. Und Spenden sammeln wir auch hier, weil wir sind Mitglied bei Folsom und Folsom ist Mitglied bei uns. Und deshalb stehen wir an den Eingängen und sammeln Spenden für Projekte, die Folsom unterstützt, die sich an die Gemeinde wenden und natürlich mit HIV und AIDS zu tun haben. Ist die Resonanz groß? Ja, unbedingt. Die Schwestern kennen, das Publikum kennt das von den Schwestern in San Francisco, da machen die das auch seit 20 Jahren. Und wir haben das dann hier angefangen in Zusammenarbeit mit Folsom Europe, weil das eine Tradition ist, die gut funktioniert. Und dann haben wir da als Berliner Schwestern das übernommen. Jetzt haben wir dieses Jahr hier das große internationale Schwestern-Konklave zu 25 Jahre Schwestern in Deutschland. Wir haben ganz viele Schwestern aus der ganzen Welt da, die uns unterstützen. Und deshalb ist es so ein wunderbarer, bunter Haufen dieses Jahr. Nun hat aber AIDS wieder zugenommen, auch andere Krankheiten, Syphilis, da scheint es mit der Aufklärung nicht so richtig zu klappen oder die Nachfrage nicht groß zu sein. Wie geht ihr dagegen an? Dagegen angehen, also tun wir natürlich, indem wir einfach weiterhin sichtbar sind. Wir werden immer mehr auf der ganzen Welt. Uns gibt es ja von San Francisco bis Sydney und wir bleiben weiter bunt und weiter am Ball natürlich. Aber ich glaube, dass einfach die Zeiten sich so ein bisschen verändern. Und da geht es einfach darum, dass wir in der Zwischenzeit, ist PrEP ein Thema, in der Zwischenzeit ist einfach, es stirbt ja niemand mehr sichtbar vor dir, Freunde und so weiter. Deshalb ist gerade die junge Generation ein großer Ansprechpartner oder ein Arbeitsfeld, das wir beackern müssen. Und das ist einfach, glaube ich, der Zeit geschuldet, dass die Leute sorgloser werden, weil es einfach nicht mehr die Bedrohung darstellt, die es einfach damals in den 80er, 90ern war. Und da müssen wir gegen angehen und wir müssen auch neue Konzepte entwickeln. Und da sind wir aber dran, auch mit unseren Partnern der deutschen AIDS-Hilfe und der Berliner AIDS-Hilfe. Und da sind wir dran. Klasse. Let's question. You come from UK? United States, Boston. 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 The first time here in Berlin? It is. And you like it? It's amazing. It's like no other city I've seen before. Very cheap, yeah? Amazing, yes. Have a nice day. Thanks very much indeed. Greetings to you. Husum 2016, das erste Mal aus München hier auf dem Husum? Ja, ganz spontan waren wir hier, haben wir gesagt, das schauen wir uns an. Sind auch sehr überrascht, dass wirklich alle so offen sind, aber sind wir auch. Kann man sich das in München auch vorstellen, Husum, oder? Nein, nein, nee. Also München, glaube ich, war nicht so offen. Ist offen, aber nicht, glaube ich, für so viel Freiheit, Freizügigkeit wäre man, glaube ich, nicht. Und was nimmst du heute so mit aus dem Husum, auch vom Husum? Naja, Freiheit, dass wir uns alle zeigen können, so wie wir sind, ne? Aktuelle Geschehnisse, Anschläge zum Beispiel, hat man da keine Befürchtung, dass es auch jetzt hier knallen könnte oder geht man da auch ganz sorglos jetzt hierher? Ja, ganz sorglos. Also haben wir keine Bedenken gehabt bis jetzt, nie darüber gesprochen. Muss man nicht haben, glaube ich. Sollte man nicht haben. Wäre zu schade, glaube ich. Die Zeit wäre zu schade.
guckt man mehr oder sagt man sich, ja, ich möchte auch ganz gerne mal so Nederlack und Co. rumlaufen? Also gucken tut man gern. Ich glaube persönlich, für mich war es sehr unbequem. Also schön, aber für mich persönlich wäre es jetzt nichts, glaube ich. Auch nicht fesseln lassen? Nee, wenn er will, mein Freund. Aber muss jetzt nicht sein. Zumindest bekommt man hier gute Anleitung, wie man den Partner an der Decke nagelt. Na klar. Ganz gut sogar. Aber ich glaube, dann nagel ich lieber meinen Partner an die Decke. Ja, bedanke mich. Viele Grüße nach München, ja? Ja, machen wir auch. Danke. Ich finde als Frau, das ist ja ganz cool. Jeder Mensch muss so leben, wie er es richtig hält. Und ich finde, Berlin ist toll in dieser Hinsicht. Also es ist alles locker, alles gut. Man kann so sein, wie man ist, sage ich mal. Kann man sich solche Events auf der Türkei vorstellen? Kann ich mir nicht vorstellen, aber irgendwann denke ich schon, aber nicht so schnell. Wird schwer. Kann ich mir nicht vorstellen im Moment. Und Sie bleiben heute den ganzen Tag hier? Ich bin hier, ich komme jedes Jahr hier und das macht Spaß. Ich finde cool einfach hier. Berlin ist toll. Also, danke, viel Spaß. Danke, ja, werde ich haben. Posum 2016, du hängst Leute da irgendwie auf. Wie nennt man das eigentlich fachlich? Gute Frage. Also man nennt es Suspension. Die Technik, viele sagen Shibari oder was weiß ich. Die Technik, ich mache nicht das klassische Japan-Bondage. Ich möchte die Jungs einfach hängen und ich möchte, dass sie lange hängen. Und ich möchte, dass sie dabei ihre Umgebung und sich vergessen und einfach sich wohlfühlen. Und ja, nennen wir es einfach jemanden fliegen lassen. Wer sind die Kunden, die sich da so fliegen lassen? Na, Kunden ist ein bisschen fies gesagt. Es sind halt Leute aus mittlerweile der ganzen Welt, aus Kanada, aus den USA sogar, aus Deutschland, aus Österreich, aus Schweden, die einfach meine Bilder irgendwo im Netz in entsprechenden Plattformen sehen und die sich dafür interessieren und die sagen, können wir dich mal oder kann ich dich mich mal besuchen? Und wenn die Chemie passt, und das findet man ja im gegenseitigen Chat einfach mal raus, dann kommen die nach Berlin und dann macht man eine Session miteinander und das sind die Leute, die kommen. Wer kommt da? Also ins Studio oder in die Wohnung? Gibt es da auch eine Vertrauensbasis? Lebt man sich da Hund und Kunst ein? Frage ich jetzt mal so ein bisschen doof. Oder kennt man sich schon vorher? Ist eine große Vertrauensbasis? Nein, man kennt sich nicht. Also wenn die zum ersten Mal kommen, kennt man sich nicht vorher. Aber man schreibt ja. Genau, man schreibt und man guckt einfach, wie es passt. Und man sieht ja eben an dem Chatverhalten, an dem, wie jemand reagiert, was jemand antwortet, ob das eben eher kurz gefasst ist oder ob das lange Sätze sind, ob das eben ein Kontakt ist, der sich eben über Wochen und Monate hält, ob das einfach passt, ob eben einfach die, was man gegenseitig oder was man eben gerne mag, einfach das ist, worauf man sich gegenseitig einlassen kann. Und wenn das eben der Fall ist, dann vereinbart man eben einen Termin, letztendlich, wann beide Zeit haben. Und dann kommen die nach Berlin oder viele sind auch aus Berlin und sagen, okay, wo findet es statt? Einmal bei mir in der Wohnung habe ich eben auch so eine Möglichkeit, eben Jungs aufzuhängen. Ich habe einen Spielkeller, den ich zusammen mit anderen Leuten nutze. Und dann geht es eben auch in SM-Clubs hier in Berlin und zum Teil eben, wie ihr seht, Folsom sagt eben, okay, wir geben euch ein bisschen Standfläche, damit du Jungs aufhängen kannst. Und so geben das eben auch zum Teil eben Veranstalter von irgendwelchen Gothic-Partys, irgendwelchen anderen Partys und dann kann man das eben dort machen. Wird man da gebucht oder ist es eine rein freiwillige Geschichte, die du da betreibst? Es soll Spaß machen.
Und ich würde niemals Geld dafür nehmen. Es ist mal ein freier Eintritt, ein paar Freigetränke. Wenn halt jemand da ist, der das eben gerne machen möchte und von weiter weg her kommt, dass mal so eine Bahnfahrt drin ist. Das ist das, was ich letztendlich finanziell bekomme, also eigentlich unterm Strich nichts. Es soll Spaß machen. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo ich eben sagen würde, ich will das und das Geld, ich will... Nein, dann fängt es an, eben Business zu werden. Und dann kommt nicht der Spirit rüber, den ihr vorhin vielleicht gesehen habt. Und dann wird es langweilig und dann wird es kommerziell. Und das möchte ich nie. Aber man könnte damit auch gut leben, oder nicht? Ich glaube, ja. Ich glaube, man könnte damit wirklich gut Geld machen, aber das ist nicht das, was ich suche. Das Klientel, ist es jetzt durchwachsen? Sind da Anwälte bei, Polizisten, Pflegekräfte und? Spricht man sich das, redet man darüber? Wer bist du oder ist es... Auf jeden Fall. Zu so einem Spiel gehört einfach totales Vertrauen. Jemand, der zu mir kommt, muss mir vertrauen, dass eben nichts passiert, dass eben alles, ja, dass er vielleicht einen blauen Fleck oder vielleicht eine kleine Prellmarke hat, aber dass sonst nichts passiert, dass alles sicher, safe abläuft. Und natürlich unterhält man sich da. Und was war bei mir? Bankdirektoren waren bei mir, Rechtsanwälte waren bei mir. Webdesigner waren bei mir, Physiker waren bei mir, ist quer durch die Bank. Letztendlich die Befriedigung beiderseits? Das gehört zu einem geilen Date, dass beide Seiten geben und nehmen. Okay, ich bedanke mich für das nette Interview. Bist ein interessanter Mensch und weiterhin viel, viel Spaß beim Aufhängen. Genau. Vielen lieben Dank für das Interview und schönen Tag euch noch hier. Danke.